And so all that we're trying to do, also alles, was wir hier versuchen zu tun, as a church, als Gemeinde, the church of Jesus Christ, und zwar die Gemeinde Jesu Christi, is to feed the people with the knowledge of God, ist wirklich die Menschheit mit der Erkenntnis Gottes zu nähern. Now outside, da draußen, we are confronted with the knowledge of good and evil. Sind wir begegnet, wir sind konfrontiert mit der Erkenntnis des Guten und des Bösen. But the church, doch die Gemeinde, is to root us, ground us, plant us in the knowledge of God. Ist dafür da, dass wir Wurzel schlagen, beständig sind, dass wir wirklich Fuß fassen in der Erkenntnis Christi. Because when we are established in the knowledge of God, denn wenn wir in der Erkenntnis Christi gegründet sind, then we are established in the purpose why we are here on earth. Dann sind wir fundiert in dem Zweck, wozu wir auf Erden sind. Now the preacher in the book of Ecclesiastes give the conclusion of everything. Und zwar im Prediger hat derjenige, der das geschrieben hat, uns die Zusammenfassung von allem gegeben. Ecclesiastic 12, the verse number 13. Nämlich Prediger 12, Vers 13. Now Solomon said. Hier hat Salomon folgende Aussage getroffen. It says, let us hear the conclusion of the whole matter. Hier heißt es, das Endergebnis des Ganzen. Lass uns hören. This is the conclusion. Also das ist halt das Fazit. It says, fear God. Fürchte Gott. Now, fear God. Fürchte Gott. Simply means there is only God. Bedeutet, es gibt nur Gott. Amen. Amen. Why are you fearing this? You're fearing that. You're fearing sickness. You're fearing poverty. You're fearing lack. It says, no, fear God. In other words, Amen. Come into communion, come Amen. Into reverence with only riches, with only wealth, with only abundance, with righteousness. You see, it says, fear only God. Denn hier heißt es, fürchte Gott. Das bedeutet, es gibt nur Gott. Warum fürchtest du die Armut? Warum fürchtest du ja, die Arbeitslosigkeit, Corona und sonst was? Mhm. Warum fürchtest du alles andere außer Gott? Das zeigt, dass du in der Erkenntnis des Guten und Bösen und zwar zu Hause bist. Doch hier sagte der Prediger, fürchte Gott. Amen. Amen. And keep his commandments. Und halte seine Gebote. Now Jesus have explained to us his commandments. Doch Jesus hat uns in Markus 12 seine Gebote erläutert. Amen. Amen. To love God with all your heart. Nämlich Gott zu lieben vom ganzen Herzen. All your soul. Mit von der ganzen Seele. All your mind. Vom ganzen Verstand. And all your strength. Und von der ganzen Kraft. And love your neighbor as yourself. Und liebe deinen Nächsten als du selbst. Then the preacher said, for this is the whole duty of man. Denn das soll jeder Mensch tun. Amen. Amen. This is the whole duty. Das ist die ganze Aufgabe Now, der Menschheit. We find ourselves doing a lot of different things in this world. Wir finden uns und zwar wir finden uns in, dabei und zwar Verschiedenes zu tun auf dieser Welt. And most of the time we even want to do service and say, look, we are in service to God. Und in vielen Fällen möchten wir etwas tun und nennen das, das ist ein Dienst für Gott. Das ist ein Gottesdienst. But here the Bible says, this is the whole duty, this is the whole service. Doch hier sagt die Bibel, nämlich, denn das soll jeder Mensch tun. Sprich, das ist der ganze Dienst, den der Mensch leisten soll. Halleluja. Amen. When you fear only God. Wenn du nur Gott fürchtest. Now, Solomon didn't say, fear God and Satan. Bitte merkt euch, und das ist sogar im Alten Testament, Salomo hat hier nicht gesagt, fürchte Gott, aber dabei gibt es nur Satan, also fürchte ihn auch. Amen. Amen. It says, fear God. Er hat nur gesagt, fürchte Gott. Punkt. Glory be to God. Hallelujah. Amen. This is deliverance. Aber genau das ist Befreiung. This is complete deliverance. Das ist vollständige Befreiung. And he says, this is the duty, the whole duty of man. Und genau das soll jeder Mensch tun. And so when we are established in this, wenn wir hierin und zwar gegründet sind, we begin to walk in peace. So fangen wir an, in Frieden zu wandeln. Because Paul says that the spiritual mind is life and peace. Denn Paulus hat sich so ausgedrückt, nämlich die geistliche Gesinnung ist Leben und Frieden. Glory be to God. Ehre sei. Hallelujah. Amen. There is a law of love. Es gibt ein Gesetz der Liebe. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. And so the law of God is the law of love. Also Gottes Gesetz ist das Gesetz der Liebe. And so this law is simply the law of oneness with God and recognition that there is only one God.
dieses Gesetz ist nichts anderes als die Anerkennung deiner Einheit mit Gott und auch die Zustimmung, die Übereinstimmung, dass es nur Gott gibt. Amen. Amen. And so in conclusion. Und dann zum Schluss. Now see what Paul said. Schaut euch mal an, was Paulus hier sagt. In Romans 8 still. Immer noch in Römer 8. I want to read the verse number 2. Ich möchte Vers 2 lesen. Romans 8. Römerbrief 8. Now just for us to be on the same page. Damit wir alle auf derselben Seite sind. Now, Jesus said. Da sprach Jesus in John 4, the verse 24, nämlich in Johannes 4, Vers 24, that God is spirit, dass Gott Geist ist. And also John 4, 1 John 4, the verse number 8 and the verse number 6 and the verse number 16. Weiterhin in 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. And John said, God is love. Dort hat Apostel Johannes ausgesprochen, dass Gott Liebe ist. And so if that is the case, und wenn dies der Fall ist, then what Paul is saying in this verse, the verse number 2 of Romans 8, und was Paulus hier zum Ausdruck bringen möchte in Römer 8 Vers 2, he's talking about the law of God. Er spricht von dem Gesetz Gottes. Because God is spirit. Denn Gott ist ja Geist. He's talking about the law of love. Er spricht von dem Gesetz der Liebe. Because God is love. Denn Gott Liebe ist. And so here, look at what he said. He says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht, hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So this law, dieses Gesetz, which is the law of life in Christ Jesus, das auch das Gesetz des Lebens in Christus Jesus ist, what has made us free, ist genau das, was uns frei gemacht hat from the law of sin and death, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Which law is he talking about? Von welchem Gesetz spricht er denn? What he described to the scribes in the book of Mark 12, 28 to 31. Und dieses Gesetz bezieht sich auf das, was Jesus in Markus 12, Vers 28 bis 31 den Schriftgelehrten erläutert hat. Amen. Amen. Do we want to be free? Möchten wir frei sein? There is a law. Es gibt ein Gesetz. The law of love. Und zwar das Gesetz der Liebe. The law that recognizes only one God, one presence, one power. Das Gesetz, was nur eine Gegenwart, nur ein Gott und nur eine Kraft anerkennt. And now this is the war that rages within us. Aber genau das ist der Krieg, das ist der Kampf, der in den Menschen tobt. So that we transcend the carnal mind and establish ourselves in the mind of the spirit. Damit wir die fleischliche Gesinnung übersteigen und wir sind fundiert. Wir schlagen Wurzel in der Gesinnung des Geistes. Halleluja. Amen. So the law of the spirit of life in Christ Jesus. Also das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Is the law of love. Ist das Gesetz der Liebe. In Christ Jesus. In Christus Jesus. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is complete deliverance. Also das ist vollständige Befreiung. And if that is established in us. Und wenn genau das in uns wirklich Platz findet und wirklich die alleinige Stellung in uns hat. We have been restored back into our pure state before the fall. Dann sind wir und zwar wiederhergestellt zu unserem reinen Zustand vor dem Sündenfall. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.